Hallo und herzlich willkommen beim Lockdown Festival Bleib daheim, hier im Fabrikli Buchs. Mein Gast heute ist der Markus Schönholzer. Er ist ein Troubadour, könnte man so sagen. Liedermacher, Geschichtenverzähler. Also ein bisschen ein Überraschungspaket. Wie überrascht bist du, dass jetzt, du bist ja im Februar schon hier im Fabrikli und jetzt schon wieder da bist? Oh, das, also ich meine, mir gefällt es immer im Fabrikli, oder? Es ist ja nicht so, dass ich, also ich habe mir das auch gewünscht, oder? Ich habe es nicht können wünschen, aber es hat mich nicht überrascht. Wie meinst du, ich hätte es nicht verdient, ich komme nicht ganz raus. Nein, das jetzt schon wieder da das ist schon wieder also, da. Ja. Ich meine, ich bin Gott sei Dank gibt es Orte, wo etwas machen. Ich meine, ihr macht da etwas, wo sonst die ganze Schweiz steht kulturell lahm und alle machen irgendwelche Social-Media-Beiträge daheim. Und ihr seid eines der wenigen Theater, wo wirklich so ein Format macht, wo man eingeladen wird. Und ich habe, als ich gehört habe davor, ich denke, wow, da wollte ich unbedingt dabei sein. Ja. Sofort Feuer und Flamme. Ja, auf alle Fälle, ja. Es gibt momentan, ich habe es ja vorher gesagt, es gibt einfach zu wenig Futter für uns bühnensüchtige Menschen, oder? Und da habe ich wieder eine gehabt. So ein kurzer Moment, wo quasi eine Aufhellung vom Alltag stattgefunden hat. Ja, vielleicht schon. Ja, das ist gut. Und ich spiele im November wieder da. Und dann ist es eben gut, wenn man auch noch ein bisschen Werbung machen kann dafür. Falls im November überhaupt kann weiter auftreten. Ja, hoffen wir jetzt einmal, oder? Dass ich etwas. Ich würde es mir wünschen, ja. Du hast gerade vor kurzem bist mit einem neuen Programm an den Start gegangen. Hast, wie du mir gesagt hast, zwei Shows gespielt und dann den Rest eigentlich so ein bisschen canceln müssen. Ja. Wie war das in dem Moment für dich? Du, am Anfang ist man einfach ein bisschen schockiert. Ich meine jetzt nicht so schockiert, weißt, nicht so schockiert, sondern man ist eine Art wie gelähmt. Oder? Man weiss, man ist in einem Zustand, den man noch nie erlebt hat in seinem ganzen Leben. Dass jemand von außen einem sagt, jetzt sind Theater zu. Dort, wo ich das Leben lang her wollte gehen, sind plötzlich die Türen verschlossen. Und das ist ein komischer Zustand. Ich meine, wir sind uns nicht gewöhnt, dass man uns sagt, was man machen muss. Klar haben wir Regeln, wie man Auto fahren muss und wo, zu welcher Zeit und wie. Aber eigentlich sind wir recht freie Menschen. Oder? Und dieser Eingriff, der ist recht gross. Oder? Wenn man nicht mehr arbeiten kann, da rede ich nicht nur von mir, oder? Von vielen Leuten, die plötzlich gesagt haben, und es ist eben nicht Ferien. Ferien wäre ja schön, aber Ferien verdient man sich. Wir sind so gewöhnt, dass man muss etwas leisten muss und dann kommt man etwas zurück. Und da hast du nichts müssen machen dafür. Darum hat man es auch gar nicht als Ferien wahrgenommen, sondern einfach als Lehre. Das ist ein strange. Ja, Zwangsferienart, oder? So quasi, jetzt musst du deine Überzeit nehmen, die dann vielleicht in einem Jahr dann wieder reingeholt hast, oder? Ja, wobei eben als Liedermacher oder Künstler oder Komponist hast du ja nie Überzeit. Das kennst du gar nicht, das Modell. Also von daher ist es einfach plötzlich aufhören. Das ist ja noch schwierig. Das Bremsen ist noch schwieriger, als man denkt. Bei dir ist es wirklich auch eine finanzielle Geschichte, nehme ich an. Weil du hast ja nicht irgendwie so einen Hauptjob, also so einen Brotjob, wo irgendwie Verkäufer oder irgendwas. Und nebendran machst du ein bisschen Musik. Bei dir ist Musik wirklich der Job. Ich verkaufe meine Musik. Das ist so. Ja, genau. Also bist du so Detailhändler für Lieder. Genau. So ist es. Und nicht nur immer auf der Bühne, sondern auch als Auftragnehmer und so. Aber immer lieber und immer mehr auf der Bühne. Und ich mache es wahnsinnig gerne. Und das macht dann eben den Shutdown, den wir jetzt haben, um so schwerer zu verdauen. Gibt es bei dir auch so Existenzfragen inzwischen? Also, geht dir das da ein bisschen ans Fundament, das du dir auf die Seite geschafft hast? Oder? Ja, selbstverständlich. Also, jeden Tag, den ich nicht verdienen kann, geht an das Fundament. Ich habe zum Glück ein Fundament. Also, ich verhungere noch nicht gerade. Aber natürlich macht es mir Angst. Ich mache grosse Kreise um die Angst herum. Ich probiere nicht darüber nachzudenken. Ich denke lieber über andere Sachen nach, über Zukunftsprojekte und so. Aber bis jetzt ist man jetzt als freischaffender Musiker ein bisschen allein gelassen. Man hat dürfen überall seine Formulare einreichen in der Schweiz und sind alle ganz nett am Telefon. Aber
man weiss überhaupt nicht, was man überkommt, ob überhaupt und wie. Und mit dem Thema ist man einfach sehr allein. Und über Geld ist ja nicht etwas, wo man so gerade als erstes mit den Kollegen redet. Außer man ist einfach total abbrennt, oder? Aber es ist ja immer Schwäche, kein Geld haben. Ja, es ist in der heutigen Gesellschaft ist es halt einfach irgendwie so, dass Geld wie so, also kein Thema ist, oder? Ja, und sicher auch im Kunst-Kulturbereich. Da sagt man nicht so, weißt du, wie viel Fördergeld habe ich gekriegt? Das sagst du nicht, genau. Die Gagen und so, und boah, das läuft bei mir, oder? Du sagst ja nicht, ich bin am Verlumpen. Ja. Weißt du sagst immer, Mir geht's gut. Weil das ist das Signal, das du gegen aussen musst schicken, oder? Du musst sagen, mir geht's gut, buchen mich, hey, das ist einem, was gut ist. Oder? Und du sagst, nein. Ja, halt aber auch ein bisschen. Also ich denke immer so, mit Konzert buchen ist vielleicht auch ein bisschen das Selbstbewusstsein von dieser Person, die hersteht und sagt, hey, ich habe mega coole Lieder und so. Los neu das auch, oder? Und so wirst du eher gebucht, dass wenn du sagst, ja, also ich sollte jetzt noch irgendwie etwas haben, weil es langt mir nie nachher, oder? Ich habe zum Glück jemand wahnsinnig tolles, wo man das für mich macht, Bea. Und die redet mit den Leuten, weil ich bin dem sehr schlecht. Dass ich den Leuten sagen, hey, ich bin von der Besten, wir müssen buchen, ich bin voll sehr teuer. Das ist einfach überhaupt nicht meine Art. Aber es ist wirklich so. Man muss immer so ein bisschen Fassaden wahren, zeigen, dass man gut dran ist. Aber das ist ja im Privaten auch nicht ganz anders. Oder? Man muss ja die Schwächen zeigen, ist nicht immer so einfach. Siehst du da ein bisschen eine Chance? Also jetzt, ich meine nicht nur im kulturellen Bereich. Ist das allgemein eine Chance für die Menschen, vielleicht halt auch einmal sagen, nein, mir geht es nicht gut, oder? Also, dass die Gesellschaft so ein bisschen tiefer blicken lässt und die Leute mehr aufeinander zugehen und sagen, hey, also, es wäre schon cool, wenn mir helfen würdest. In dieser aktuellen Situation. Ja. Ich weiss, eine mega Frage. Nein, es ist eine interessante Frage und es ist natürlich aber eigentlich auch eine hoffnungsvolle Frage. Man will natürlich etwas reinlesen in die Krise jetzt, wo einem würde irgendwie sagen, es ist zwar ein unglaublich schwieriger Weg, aber wir kommen als bessere Menschen dorthin raus, oder? Ich würde gerne können sagen, ich glaube aber nicht, also weißt du, wenn du die Geschichte zurückschaust, die Leute sind einfach durch den ganzen Weltkrieg durchgegangen und dann ist der Weltkrieg vorbei gewesen und klar, es war ein bisschen ärmer gewesen, aber noch ein paar Jahre später haben sie einfach eine Art gleich gemacht wie vorher. Also das würde jetzt Mengen sagen, die im Weltkrieg dabei waren, das stimmt überhaupt nicht und die Welt ist nachher anders gewesen. Aber ich glaube, unsere Ziele, unsere Art, als Menschen miteinander umzugehen, wie wir sozial sind, weißt du, wer lassen wir rufen, wem helfen wir? All das Zeugs, wo jetzt ja Gelegenheit wäre dafür, oder? Die Sensibilität zu entwickeln. Ich zweifle daran, ob da wirklich etwas zurückbleibt. Ich wünschte mir, aber ich bin nicht sicher, ob da wirklich etwas zurückbleibt von dem Ganzen. Ja. Das Ganze kann man ja eigentlich auch auf die Natur abmünzen, oder? Ja. Jetzt im ersten Moment haben alle das Gefühl, wow, super, wir haben wieder einen Fuss drin, oder? Es geht wieder, es erholt sich das Ganze wieder. Aber nachher, wenn dann die Flugzeuge wieder fliegen dürfen, gibt es dann noch etwas zum Nachholen, oder? Ja, ich sehe es ein bisschen so. Du hast jetzt eine schockierende Geschichte und da als Gemeinschaft und zum Glück in der Schweiz hilft man einander. Manchmal sind es nur Worte, manchmal sind es auch Taten, aber man probiert einander zu helfen. Es würde niemand jetzt sagen, also jetzt fällt es, aber jetzt ist der neue Zustand langsam akzeptiert, das ist jetzt der Zustand. Und jetzt kommt wieder die alte Regelung, denen geben wir etwas, denen geben wir nichts. Oder? Also das neue System stellt sich dann wieder ein. Und dann löst sich die Gesellschaft nicht auf, sondern sie verhalten sich einfach wie früher wieder. Und so. Also ich glaube, wir müssten jahrelang in einer Krise, in einer Höhle rein sein, bis sich wirklich die Strukturen des Menschen würden grundsätzlich verändern. Wir sind schon hart im Nehmen und hart im Gehen. Was sagst du jetzt, wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, ja, Musik ist nicht systemrelevant. Ja, dann gebe ich dem absolut recht. Das ist das Letzte. Also findest du nicht irgendwie, mir persönlich geht es jetzt so, ich brauche das extrem, um an Konzert zu gehen, um mich mit Menschen austauschen, um die ganze Musik und alles. Es gibt mir so viel zurück. Und mir tut es einfach irgendwie so, Aber zuerst musst du leben, überleben. Logisch, ja. Das Fressen haben. Ein Haus haben oder ein Dach über dem Kopf.
Ja. Du musst ein Umfeld haben, das irgendwie einigermaßen funktioniert. Du musst deine Lieben haben. Du musst den kleinen Kreis, auch jetzt ist er relativ klein, oder? Was mein Leben ist, bei mir in der Familie. Und dann kommt Kultur dazu. Man sagt ja Kultur, es ist ja auch etwas, wie nochmal, wo daraus herauswächst, oder? Mhm. Und klar, es ist wichtig für die Menschheit, aber es ist nicht systemrelevant. Gut, was ist systemrelevant? Es kommt immer darauf an, wie man es abputzt, oder? Aber ich bin nicht der Meinung, ich bin nicht der Erste, der sagt, hey, ich bin sehr wichtig. Dass Kultur, aber Kultur kann auch sein, am Tisch zusammenhocken und singen. Kultur kann sein, jassen. Reden miteinander. Das ist Kultur, oder? Das ist das Ganze, wo nicht geht, mit dem Abstand im Moment eigentlich. Das brauchen wir. Und von dort her finde ich Kultur schon, aber die geförderte Kulturform, wie wir sie bis jetzt kennen, dass man ins Theater geht und etwas schaut und sich Gesprächsstoff und Ideen holt, das ist sicher auch ein künstlicher Überbau, der anerkannt ist und wo es zum Glück gibt. Ich bin Teil davon und ich mache es wahnsinnig gern. Aber systemrelevant, langrangig schon, man würde es vermissen, aber ich bin nicht der, der sagt, hey, ich könnte ja einen anderen Beruf, dann halt, müsste ich halt haben. Also wäre bei dir sogar die Idee vorhanden, dass jetzt du sagst, du, wenn jetzt das noch eineinhalb, zwei Jahre so weitergeht, ja dann mache ich es halt eher als Hobby und schaue, wo es sonst noch Leute brauchen. Ja, das ist jetzt noch schwierig, dass es so ist. Das ist eine Frage und es ist sehr hypothetisch alles und so. Aber ich meine, mir bleibt ja die Flucht zurück ins Lehrdasein. Also ich bin als ausgebildeter Primarlehrer. Nicht, dass ich behaupte, ich könnte jetzt halt sofort wieder super gut machen. Ich bin recht untrainiert momentan. Ich habe zum Glück eine kleine Stelle, fixe Stelle an einer Institution, wo ich unterrichte. Das bleibt mir auch noch, aber das kann ich auch wegbrechen und so. Ich weiß es nicht. Ich will einfach nicht damit. Ich will einfach gesagt haben, ich glaube nicht, dass die Unterhaltung der Menschen, in dem Sinne, wie wir es machen, im Theater, das Allerwichtigste ist. Ich glaube, es gibt ganz viel basalere, wichtigere Sachen in unserem Leben. Und das ist good to have. Und es ist good to have auf der ganzen Welt, gibt es ja. Und es bricht immer wieder aus. Aber es kann eben auch auf andere Art, und ich bin sehr philosophisch, gell? Es bricht dann zum Teil auf andere Art wieder aus. Es gibt dann halt, es ist dann nicht professionalisiert, wie es bei uns in der Schweiz ist, mit Fördergeldern, sondern man tut sich zusammen, man arbeitet miteinander, man macht irgendetwas miteinander und so. Immer vorausgesetzt, dass wir nicht dauernd den Virus da haben, dass wir nicht auf die Distanz gehen, weil dann löst es uns sowieso früher oder später aus, wenn wir dann nicht. Würdest du vielleicht sogar sagen, es hat ein bisschen ein Überangebot an Kultur in der Schweiz? Das darf ich, ja, Jesus. Ich nicht sagen. Wenn wir aus der Perspektive von der Zeit vor 7 Wochen reden, dann finde ich, es ist überhaupt kein Überangebot. Jeder kann nehmen, was er will. Es ist wie im Supermarkt. Wir haben von allem 7 Stück und man kann auswählen. Oder den habe ich lieber, das habe ich lieber, das hellblau habe ich lieber und so. Man kann sich auswählen und man kann sich ein Paket zusammenstellen. Und das ist das, was ein moderner Konsument und eine Konsumentin auch erwartet von einer Gesellschaft. Moderne, reiche Gesellschaft. Das nimmt man und man frisst es und man geniesst es. Und das ist der Kultur genau gleich. Also ich finde, wir haben nicht ein Überangebot, nein. Aber es ist ein grosser Überbau in unserer Gesellschaft, der mit viel Geld gestützt wird und so. Und eben, um auf die Systemrelevanz zurückzukommen, wenn du die Frage schon stellst, oder? Glaube ich schon, dass es dort natürlich zuerst müsste wahrscheinlich gespart werden. Aber weißt, es ist ja nicht nur, dass ich das jetzt merke. Ja. Nein, es ist mir einfach jetzt aufgefallen in den letzten paar Wochen, dass extrem viele Leute in den sozialen Medien so gefunden haben, ohne mich wird es still.
Also wirklich so irgendwie, ja, dass man nicht vergessen sollte, es hat da noch Musiker, es hat noch Schauspieler, es hat noch Maler, es hat dies und jenes, weißt du. Ja, aber ich glaube, dass der Künstler, und das ist in der Natur von dem, du musst dich ja immer exponieren. Du bist ja ein bisschen immer bereit, dich auf eine Bühne zu stellen, und ich zähle mich total dazu, gell? Mhm. Also ich mache das mit grosser Liebe, auf die Bühne zu gehen. Es gibt einem ein gutes Gefühl. Dopamin, das ist eine Droge, oder? Mhm. Und das willst du. Aber grundsätzlich, wenn man es dann runterbricht, muss man sagen, es ist auch eine Überheblichkeit natürlich dabei. Mhm. Oder? Und ich finde, die Leute müssen können essen, die Leute müssen anständig behandelt werden. Es braucht ein soziales System. Und ich bin bereit, meinen Beitrag dazu zu leisten, sei es als Künstler oder als anderer Arbeiter. Aber ohne mich wird es ruhig oder ohne mich wird ja, irgendwie so, das Leben weniger ja. lebenswert. Das finde ich, so Sätze kann ich mir nicht sagen, weil das ist mir fast ein bisschen peinlich. Oder? Mhm. Klar ist es weniger schön, wenn keine Musik am Radio kommt. Ja. Und klar ist es weniger schön, wenn ich ins Theater gehe. Oder wenn man sich so anfängt zu sagen, hey, ohne mich sind ihr den Arm dran. Mhm. Der Touch, den habe ich nicht gern. Es ist mir eben, ich persönlich, es ist mir schon, Kultur ist mir das Wichtigste auf dieser Welt. Hoffentlich. Ja, also wirklich Kultur und meine Frau und alles, ja. Das ist mir mega wichtig. Aber ich würde jetzt nie sagen, so, ja, geben das Geld in Kulturförderung und ja, die Krankenschwestern, die sollen weiterhin auf dem dünnen Feuerchen weiterhin köcheln. Also ich finde, es ist ja. Je nachdem sollte man gleich einmal wirklich das Ganze überdenken, oder? Das ganze System, wie das Gesundheitswesen so schlecht bezahlt ist, finde ich jetzt schon nicht in Ordnung, oder? Oder auch der Verkauf zum Beispiel. Wie siehst du das? Also gibt es vielleicht, wenn wir Glück haben, eine Umverteilung nachher? Wäre schön. Das sind wir wieder im Prinzip offen. Aber darum müssen wir vielleicht auch noch ganz kurz sagen, es gibt einen riesen Spalt zwischen arm, oder sagen wir, bei uns in der Schweiz ist es ja weniger arm, sondern gerade noch überlebensfähig in der modernen Gesellschaft und unglaublich reich. Oder? Und der Spalt ist zu gross. Aber da geht es nicht unbedingt um Kultur, weil Kulturförderung ist ein kleiner Teil von dem. Wir können uns noch lange leisten, ein paar unser Gesundheitssystem gesund zu behalten, trotzdem eine Kultur zu haben und ganz wenig oben runter zu schnüffeln. Ich meine, die Zahlen haben wir ja alle schon vorgerechnet bekommen. Es ist nicht so viel, oder? Aber man muss es. Vielleicht ist die Bandbreite ein bisschen gross momentan. Aber ich meine, ich bin nicht der Einzige, der das sagt. Das sagen ja Ökonomen schon seit Jahrzehnten, oder? Also einfach die Schere ein bisschen zu tun. Die Schere ist einfach riesig geworden und jedes Jahr noch grösser. Und das ist ein Problem für unsere Gesellschaft. Mhm. Zum Glück in der Schweiz eigentlich noch fast weniger als in den Staaten. Wo es noch viel unkontrollierter abgeht. Oder? Mhm. Wagen wir dann mal einen Blick in die Zukunft. Yeah. Also, angenommen, die Corona-Zeit ist alles durch nächstes Jahr. Ja. Würde es den Leuten vielleicht nicht ein bisschen zu viel, weil alles verschoben worden ist auf den? Also, hast du schon Buchungen für nächstes Jahr den Terminkalender schon pumpen voll für nächstes Jahr? Also für den Herbst auf alle Fälle, in der Hoffnung, es passiert dann etwas. Oder? Man ist fast gezwungen, in der jetzigen Situation proaktiv zu handeln, weil wenn dann der Laden endlich wieder aufgeht, muss ja irgendwo Geld verdienen. Also es geht dann schlussendlich schon um das. Gell? Und das steht natürlich, oder die allerwenigsten stehen da zurück. Dass es vielleicht eine Überflutung gibt, vielleicht nicht, vielleicht sind aber auch die Leute total gickerig drauf, dauernd ins Theater zu gehen, weißt? Und dann gleicht sich das einfach aus. Ich weiß es nicht. Weißt du was? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wirklich nicht. Ja, es ist momentan halt alles irgendwie so. Ja, es könnte so sein, es könnte aber auch komplett anders sein, oder? Das ist die Schwierigkeit von dieser ganzen. Das ist ungewohnt. Wir können eigentlich 4 Stunden darüber reden, es kann nochmal total anders kommen. Irgendwie, als eine Hypothese nach der anderen. Und wir sind in einem Land daheim, wo alles immer geplant ist. Man hat das Budget und man hält es ein. Und es ist so klar. Und dann kommt das nächste Jahr und dann gibt es eine Abstimmung zu einem Thema. Und so. Es ist wirklich super gut organisiert. Oder? Und das ist jetzt etwas, wo einfach der Virus lässt sich nicht wegorganisieren.
Und das, glaube ich, für die ganze Gesellschaft, nicht für Kultur, das ist für, nicht nur für Kulturschaffende, das ist für alle eine unglaubliche Herausforderung. Das macht einem unsicher. Ich glaube, das ist schlussendlich das, was den Leuten zurückbleibt nach dieser Zeit, ist zu merken, hure sich. Es gibt ja noch etwas Grösseres als den Plan, den wir haben. Oder? Und das ist noch, finde ich noch, das fährt mir hier durch. Als abschließende Frage, die ganze Zeit, wo du jetzt daheim bist, beflügelt das deine Kreativität? Ich weiß, es ist gerade ein bisschen blöd, du hast ein neues Programm. Hättest du wahrscheinlich nicht gerade so im Sinn gehabt, um frische Sachen zu schreiben. Aber... Nein, im Sinn habe ich es nicht gehabt, aber es hilft nicht. Definitiv nicht. Nee. Ich bin verunsichert. Ich gebe zu, das ist eine verunsichernde Situation. Und zwar nicht, weil ich zu wenig Geld habe oder so und so, sondern einfach, weil alle Rädchen, die ich seit 30 Jahren als Kulturschaffende drin herumschaffe, die sind alle nicht mehr vorhanden. Und all die Mechanismen sind neu. Und ich weiss nicht, was ich machen soll. Weil ich hatte immer Auftraggeber, ich hatte immer Termine, ich hatte immer etwas zu erledigen, ich hatte einen kleinen Druck. Gell? Und ich bin ein bisschen enttäuscht von mir selber sogar. Ich habe gemeint, jetzt kommt dann einfach der frei schaffende Künstler führen, weißt du, der dann jetzt einfach sein Zeugs durchzieht. Bis jetzt noch nicht. Bis jetzt ist es echt noch schwierig. Ist vielleicht noch eine Anlaufzeit und kommt das noch? Oder? Ich würde hoffen von mir, dass ich nicht einfach irgendwie vollkommen abhängig bin von dem, was von außen kommt. Aber andererseits muss ich hoffen, dass das nicht ewig weitergeht. Dann komme ich vielleicht gar nicht an den Punkt. Gell? Aber es ist schon eine komische Situation. Man muss sich selber Druck machen. Eigentlich bin ich in dem Huren gut. Eigentlich. Aber jetzt in dieser Situation finde ich, ich habe jetzt kein einziges Lied mehr geschrieben. Nicht. Es ist mir nichts mehr. Also die letzten 6 Wochen ist mir. Weißt du, über Corona schreiben in der Welle, über irgendetwas anderes schreiben, kommt einem so irrelevant vor. Die Schwierigkeit ist jetzt einfach momentan, man macht einen Song über Corona und wenn alles super läuft, ist es in 2 Wochen vorbei und dann kannst du es nicht aufnehmen. Tue ich den Coronavirus nicht an, dass ich dem noch ein Lied schenke. Ja. Oder? Der Gesellschaft, die nachher hinführen kommt, das würde mich interessieren. Das wird ich sicher auch, das wird Einfluss in meine Arbeit. Aber einen Corona-Song raushauen, das tue ich dem gar nicht zu lieb. Der verdient das gar nicht. Oder? Also ich finde schon, das soll jetzt abhauen. Oder? Ja. Das ist jetzt, da bin ich einfach, da verweigere ich mich. Ja. Das ist doch super. Corona hau ab und hau ab. Kultur kommt zurück. Ja, bitte. Markus, ich sage danke vielmals, mega interessant. Danke vielmals, ja. Also von mir aus könnten wir jetzt noch 2 Stunden, aber ja, dann ich muss jetzt zum Bier. Ja, können wir ja machen auf the record. Ja. Und, danke vielmals. Im Fabrikli bist du noch im November. Ich bin im genauen Datum. Ja, genau. Und das schaue ich jetzt gerade auf meinem super schönen Handy nach, weil das erzähle ich noch an sich. Ich bin berühmt dafür. Ich bin im November da am... Hat er ein Konzert und weiss nicht? Nein, das ist jetzt alles Bluff, es hat nur ein Konzert. Genau. Ja. Am 26. November. Am 26. November. Ja. Markus Schönholzer. Mit seinem neuen Programm hier im Fabrikli. Schauen rein, bleiben gesund, bleiben daheim. Schauen, dass Kultur bald wieder ein bisschen mehr Platz im Leben hat. Super. Nee, schön gesagt. Danke vielmals fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald.